Ausgeruht in neuen Tag. Mit Pico, Tempur, Häuslernest oder anderen Bettinhalt. Eine Premium-Matratze zur Probe kriegen Sie bei Möbelrot in Rheinach. Sympathisch, preisbewusst und auch am Sonntag für Sie da. Münchensteiner Blues Night 2012, eine Erfolgsgeschichte, geht weiter. Bei mir ist der Marcel Erni. Marcel, wir haben wieder ein wundervolles Programm ausgesucht. Erzähl mir doch schnell, wer ist alles da auf Besuch? Wir haben am Donnerstag Jerry Williams, eine super Stimme, also unglaublich, mit Power und auch fein und ruhig, also alles gemischt. Und es war also sackstark, das Publikum war begeistert. Also es war ja gerade eine Kreuzung zwischen Soul und Blues, habe ich gemerkt, und Gospel. Ja, richtig, ja, genau. Und das ist eigentlich, das diesjährige Programm ist super aufgestellt durch das, dass wir nie jeden Abend das Gleiche. Wie ist es dann weitergegangen am zweiten oben? Da haben wir einen Herr gehabt. Ja, das war Big Daddy Wilson mit seinen zwei Gitarristen. Also, das war hammerhaft. Das Volk ist gestanden, Standing Ovation. Und auch der, das richtige Delta Blues. Und ruhig und auch mit Liedern mit Power drin, also Stücke. Und das war also unglaublich gewesen. Das Volk hat richtig top. Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt gerade den ersten und den zweiten oben vergleicht, ist es eigentlich noch erstaunlich, dass man mit doch ein bisschen feinerer Musik und auch vor allem dieser gewaltigen Stimme, die man hatte, ja. Es war ein bisschen ein intimes Konzert gewesen. Und wie du sagst, die Leute haben trotzdem super reagiert. Wie erklärst du das? Sind denn das die Facetten vom Blues, die dann so etwas vorkützeln? Sicher, ja. Weil der Blues hat ja so viele verschiedene Richtungen. Und ich muss sagen, das ist also gestern wieder etwas gesehen, wo für vielleicht auch mal ein bisschen mehr älteres Publikum gehabt, aber auch junge natürlich, die das gefällt. Und es hat einfach gestimmt, die ganze Stimmung, dank auch dieser Ambiente da drinnen natürlich, ist wunderbar gewesen. Also ich kann mir einen Blues oben nicht besser vorstellen. Walk a mile in my shoes. For you judge this man. If you walk in my shoes, you might understand. People always try to tell me what I ought to do. Stefan, erzähl mir doch einmal, wie haben wir jetzt die diesjährigen Künstler gefunden? Hauptsächlich aus dem Internet. Wir suchen unsere Künstler aus dem Internet, schauen sie auf YouTube. Und wenn die uns gefallen, dann fragen wir das Ding anfragen, das Management, und fragen sie an, schauen, ob wir sie buchen können und ob sie kommen. Ist denn das eine grosse Diskussion untereinander? Ich meine, wir sind ja im Blues vereint, aber man sieht auch an den Facetten des diesjährigen Blues-Festivals, dass das doch ganz verschiedene Richtungen hineingeht. Ja, also die Frau und ich, wir haben manchmal schon Diskussionen von den Künstlern, aber sie setzen sich meistens durch. Okay, dann gehen wir aufs Highlight vom heutigen oben rein. Ich
gehört, das ist eine richtige Röhre und es röhrt ab. Wie sind ihr denn jetzt auf den gekommen? Ich finde, das ist jetzt doch sehr krass zum Resten des Programms. Ja, ich finde, es ist mutig, ja? Aber es gehört dazu, weil Leila Zoe ist ja eine Künstlerin, die etwas hat von der Janis Joplin. Und auch Janis Joplin hat ja guten Blues gesungen und gemacht. Und ich finde, das gehört dazu. Das ist mal etwas, auch vielleicht, wo die Jüngeren mehr anspricht. Und darum haben wir eigentlich ein Programm, wo querbeet durch die drei Tage alle verschiedenen Facetten oder fast alle vom Blues bringt. Way to you, which is that just a thing which comes out of the heart, out of the stomach, or out of your voice? Yeah, out of the heart is a big part of it. Every show I always say that I try to give 100% of myself. Doesn't matter if there's 10 people there, if it's a full room like we had tonight, a lot of people, but every time I give everything I've got. And I don't think about things from my past, but I tap into emotions of things that have happened to me in my lifetime to put it into the music. So how do you feel when people says always that you sing like Janis Joplin? Is this an honor or is this like something you say, no, I'm totally on my own, this is my thing? I think it's a big compliment. I listened to her a lot, obviously, on my record player when I was a little girl. I even have her tattooed on my arm, so she's there. And I think it's not exactly that the voice is exactly the same, but that she was very raw and expressed a lot of emotion in her performances. And some of the people I know that have seen her when she was younger have come up and said, it's not that you sing exactly like her, but that you are tapping into something like the spirit of her, you know? And so I think it's a big compliment, so. You see, I'm still very sweaty from your gig. So I'm asking now in the name of everybody who is here, will you come back to Switzerland? When will we have a chance to see you again? Well, we just played Müller Hunziken last night and I know that they'll probably have us back next year. And of course, we'd love to come anywhere in Switzerland. We played a few different festivals and it's always a pleasure. And so we hope to come back for sure next year. Great, thank you so much for being here. Und mit großem Stolz habe ich jetzt endlich Brigitte auch gefunden. Brigitte, sag mal, wie ist das da als Frau zwischen zwei so bluesigen Männern? Bist du da mit so einem Kämpfen um Entscheidungen oder lässt du da deinem Herz und deinem Geschmack freien Lauf in der Auswahl? Also ich habe natürlich einen breiten Rücken bekommen zwischen den beiden Männern. Und ich denke, wir kriegen immer alles auf einen Konsens. Also wir sind uns einig am Schluss. Und wenn es ja mehrere Stimmen hat und mehrere Meinungen hat, ist ja das auch gut. Das ist ja nichts Schlechtes, um dann eine gute Auswahl zu treffen. Wie hast jetzt du das Publikum dieses Jahr erlebt? Ich habe gemerkt, immer am Anfang, Münchenstein ist ein bisschen zäh, aber am Schluss dann doch voller Wärme und voller Freude. Dieses Jahr hat es drei verschiedene Publikum, weil wir drei verschiedene Bluesarten hatten. Und es war ganz spannend gewesen eigentlich, um zu sehen, wie sich das mischt. Und also für uns unglaublich eine Überraschung eigentlich und ein guter Weg für die Zukunft, dass wir wissen, wie wir weiter machen sollen. Yeah.
Basel lerne, wie geht es weiter, Münchensteiner Blues? Night, es sind diesmal Nights gesehen, drei Fulminanti. Ist da schon wieder etwas in Planung für nächstes Jahr? Ja, sicher sind wir wieder in Planung. Aber das wird sich dann zeigen, was wir anboten kriegen. Und wir fragen ja auch an. Also wir gehen fragen. Beispielsweise Brigitte Stefan natürlich ist eigentlich ihr Hauptjob, der das macht, wo ich sehr dankbar bin. Und dann werden wir schauen, was nächstes Jahr kommt. Aber wir werden sicher nicht abbauen.